Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Im letzten Part ist hier einiges passiert und um das nochmal zu rekapitulieren, werden wir nochmal in den neuen Notizen von Layton lesen. Ihr braucht euch jetzt nicht wundern, aber die letzten 5 sind neu, die habe ich aber schon angeklickt, weil ich gerade eben die Aufnahme eigentlich schon gestartet habe, sie dann aber verkackt habe. Ich habe es aber noch früh genug gemerkt, also ich habe sonst noch nichts Neues gemacht, nur eben bei den 5 Notizen, die habe ich schon gelesen, dass ihr euch da eben nicht wundert. So, Emmys Beute ist neu. Emmy ist mit den Papieren aus London zurückgekehrt und nicht nur das. Inspektor Gorski hatte sie ebenfalls im Schlepptau. Bevor ich mit meiner Erläuterung fertig war, stob der gute Mann bereits in Richtung Polizeiwache. Ich hoffe, das hat keine Folgen. In der Zwischenzeit werden wir uns weiter hier umsehen und die Dokumente begutachten, die Emmy mir mitgebracht hat. Die Archive sprechen. Laut Polizeibericht kam Evan Bart letztes Jahr unter tragischen Umständen ums Leben. In tiefer Nacht fiel er von einem hohen Felsen. Sein während der Ermittlungen aufgefundenes Testament ernannte Clark, der übrigens auch einziger Augenzeuge war, zum Verwalter seines Erbes. Wir sollten den Polizeipräsidenten nach weiteren Details befragen. Der Polizeipräsident. Polizeipräsident Jake soll kein gewöhnlicher Gesetzeshüter sein. Man schreibt ihm ein unfehlbares kriminalistisches Gespür von geradezu prophetischem Ausmaß zu. Uns gegenüber jedoch machte dieser Unsympath kaum verhohlene Drohungen. Müssen wir um unsere Haut fürchten? Wir müssen unbedingt Clark dazu befragen. Ja, der Typ ist ja ziemlich böse, der hat eine böse Lache. Und immer in einem Videospiel, wenn ein Typ eine böse Lache hat, dann ist er auch böse. Clark erzählt mehr. Als wir Clark über Evan Barts Tod befragten, war sein Verhalten selbst für mich in höchstem Maße verdächtig. Seine Beziehungen zu Jakes, sein Auffahren beim Erscheinen des Butlers, steht er am Ende tatsächlich unter dem Befehl des Phantoms? Er scheint mich in den Keller schicken zu wollen. Ob dort unten etwas Wichtiges auf mich wartet? Ja, auch Triton oder Clark Triton eben verhält sich wirklich sehr, sehr komisch. In den Keller. Im Keller sind wir auf keinerlei überraschende Funde gestoßen. Dolan folgte uns zwischen die Weinregale und erzählte uns ein wenig mehr über Evan Bart. Anscheinend war dieser ob seiner exorbitanten Pachtpreise in der Stadt überaus unbeliebt. Hat er seinen Tod tatsächlich selbst herbeigeführt? Also wurde er umgebracht und war es nicht Selbstmord, wie eigentlich Jakes der Unfehlbare behauptet? Wir schauen uns jetzt hier auf jeden Fall noch um, denn das haben wir noch nicht und ganz umsonst werden wir hier nicht sein. Es hat auch im letzten Part Emmy hier etwas gehört. Sie dachte, es wäre eine Maus, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, das war keine Maus. Ich weiß aber nicht, was es war. Also irgendwas muss hier sein. Ich werde jetzt auch mal vorlesen. Holla, diese Flasche ist ja älter als ich. Gereifte Jahrgänge haben oft ein recht, oh Gott, nuanciertes Aroma. Wenn der so alt ist, wird man doch sicher krank davon, oder? Ah, Rätsel. Ein ziemlich disorganisierter Weinkeller. Die Flaschen sind eher willkürlich angeordnet. Ups, da haben wir anscheinend vergessen, aufräumen zu lassen. Nicht sehr klug, die Flaschen auf dem Boden liegen zu lassen. Kümmern wir uns darum, bevor etwas zu Bruch geht. Kümmern wir uns darum, bevor etwas zu Bruch geht. Okay, 89, der Weinkeller für 50. Das hört sich fast wieder nach Verschieberätsel an. Ja, nicht ganz. Die hohe Güte des Weins erfordert eine sorgfältige Lagerung nach diesen Regeln. Lesen wir gleich durch. Wie lagert man den Wein am besten? Okay. Wir haben Gelb und Rot. Wir haben 5 Gelbe und 5 Rote anscheinend. Gut. Auf jeder waagerechten, senkrechten und diagonalen Reihe darf sich nur eine Flasche Weißwein befinden. Okay. Für die Rotweinvorräte gilt dieselbe Regel. Auch hier ist eine Flasche pro Reihe das absolute Maximum, um eine gleichmäßige Gärung zu garantieren. Die beiden bereits einsortierten Flaschen dürfen nicht bewegt werden. Ja, okay. Also was ähnliches gab es auch schon in Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Das auch wieder so ein bisschen rumprobieren. Ich werde jetzt einfach mal... Ah, das ist schon falsch, weil die dürfen sich ja auch nicht diagonal... Also wenn der hier steht, das kann eigentlich schon gar nicht sein, behaupte ich mal. Wenn ich einen von denen hier hinpacke, weil wir probieren mal aus. Der kann nicht sein wegen der Diagonalen, der kann nicht sein wegen der Diagonalen zu links oben. Kann nur noch der hier sein. Und wenn ich jetzt den versuche, der kann nicht sein wegen der Diagonalen. Deswegen müsste es der hier sein, aber dann muss ich den letzten hier hin machen und der kann hier auch wieder nicht sein. Deswegen kann der nicht dahin, das geht gar nicht. Dann probieren wir mal das hier. Dann kann der nächste nicht hier sein und nicht hier sein, er muss hier sein. Der nächste kann nicht hier sein, also muss der hier sein und der letzte müsste hier sein. Und das würde rein von den Regeln her passen. Deswegen lassen wir das jetzt mal so. Gut. Ja, und den Rotwein können wir eigentlich genauso anordnen, oder? Also genauso, also nach demselben Schema halt. So nämlich. Okay, nochmal überprüfen. Gut, erstmal Rot. Rot passt von den Spalten, passt von den Reihen und es passt von den Diagonalen.
Gelb passt von den Spalten, passt von den Reihen und gelb passt, oder es ist ja eigentlich weiß, aber es sieht aus wie gelb, passt von den Diagonalen. Das müsste eigentlich die Lösung sein. Ja, nehmen wir. Eine fordernde Aufgabe, So, ohne stimmt's? Zweifel. Yes! Okay, ja, ist auch Ein mit ein bisschen Rätsel ohne rumprobieren Lösung. einfach und dann kriegt man das raus. Wohlbekomm's! Die Flaschen können den Regeln entsprechend auf eine der oben gezeigten Arten eingelagert werden. Okay, wir haben das links oben. Aber rechts unten würde auch gehen. Interessant. Wer hätte gedacht, dass die Lagerung von Wein derart kompliziert sein kann? Ja, wenn man solche behinderten Regeln aufstellt, dann ist das schon klar. Perfekt. Jetzt liegen sie alle an ihren angestammten Plätzen. Das hat Spaß gemacht. Okay, und das ist das Einzige hier, dieses Rätsel. Das glaubt er doch wohl selber nicht. Hier muss noch irgendwo was sein. Aha, hier ist was. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Ich glaube nämlich nicht mal, dass das eine Kuriosität ist. Ich glaube, dass das irgendwas Wichtigeres ist sogar. Also irgendwas Storymäßiges. Weil, wie gesagt, irgendwas muss hier sein. Der hat uns nicht umsonst hierher geführt. So, was ist da? Ach doch. Echt, hier ist nix? Warum? Das ist auch so komisch, weil Clark Triton hat im letzten Part uns ja nach unten geschickt, unter dem Vorwand, dass Professor Layton angeblich so ein Weinkenner ist, was gar nicht der Fall ist. Also es muss einen Grund haben, dass der uns hier runterschickt, aber es hat offenbar keinen. Ja, und jetzt? Verlasse das Triton-Anwesen. Ah, was ist hier wieder los? Mann. Professor, was ist Ihre Meinung zu der ganzen Geschichte? Es gibt noch zahlreiche Fragen bezüglich Barts Tod, die geklärt werden müssen. Da gebe ich dir allerdings recht. Unsere Nachforschungen in der Bibliothek und Clarks Aussagen waren nur der Anfang. Ferner bereitet mir Sorge, dass niemand außerhalb von Miss Tellery von dem Phantom weiß. Richtig, das haben wir auch rausbekommen. Also irgendjemand scheint die ganzen Nachrichten abzuschwören von Miss Tellery. Irgendjemand scheint hier Informationen zu manipulieren. Verschwörungen und gefälschte Berichte, eine wirklich harte Nuss ist das. Aber wer wäre zu all diesen Taten imstande und verfügte zudem über die nötigen Mittel? Da fällt mir nur einer ein. Wer denn, Luke? Polizeichef Jakes. Er hat genug Einfluss, um so etwas zu bewerkstelligen, das glaube ich auch. Brillante Schlussfolgerung, Luke. Jakes ist der einzige Mensch in Miss Tellery, der zu beiden in der Lage wäre. Aber er ist ein Polizist. Wie kann er nur so etwas tun? Emmy, ihr Vertrauen ist unsere Sta- Was? Ihr Vertrauen ist unsere Staatsangestellten. Ach, in unsere Staatsangestellten ist sehr erfrischend. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass Jakes uns etwas verheimlicht. Fühlen wir ihm auf den Zahn. Okay, der wollte uns ja sogar beim letzten Mal, als wir ihn getroffen haben, rausschmeißen aus Miss Tellery. Also verbannen quasi, wenn wir hier noch weiter rumschnüffeln. Oh, Inspektor Kurowski, Ihre Muskeln glänzen hier auf dem Lande genauso blendend wie in London. Ah. Sie schon wieder? Was tun Sie denn hier? Dem Inspektor würde ich bis ans Ende der Welt folgen. Und glücklicherweise gibt es Mietwagen, also ist die Sache gar nicht so schwierig. Emmy, kennen Sie diese Dame? Kann man so sagen, ich bin ihr in London begegnet. Ich glaube, der Inspektor ist schon wieder auf Ganovenjagd. Er erwähnte eine heiße Spur. Und er war noch entschlossener als sonst. Ach, wenn er doch nur so stürmisch. Was? Wenn er doch nur mich so stürmisch verfolgen würde. Eine heiße Spur? Wo ist er denn hingelaufen? Dort drüben in die Richtung. Er ist sicher noch an der Kreuzung. Ich kann es förmlich spüren. Vielleicht holen wir ihn noch ein. Los, schauen wir mal nach. Ja. Was? Eine neue Episode. Ach, okay, wie die sich verliebt hat. Das gucken wir uns mal kurz an. Ja, ob man dem so leicht folgen kann, das bin ich mir mit dem Grosky, da bin ich mir nicht so sicher. Und warum fehlen hier zwei? Aber okay, also. Es gibt hier übrigens auch einige, fällt mir gerade auf. Es ist ja so, wir haben ja auch Emmys Erinnerungen danach erst bekommen und jetzt verliebte Hannah. Deswegen kann es schon sein, dass man diese eigentlich früheren später nochmal irgendwann bekommt oder so, keine Ahnung. Verliebte Hannah. Oder die einsame junge Dame und der Zusammenstoß, der ihr Leben veränderte. Okay, dann zeig mal. Alles ist heute schiefgegangen und meinen Schal habe ich auch noch verloren. Ein grässlicher Tag. Und in meiner kaninchenbaukleinen, kalten Wohnung wartet niemand auf mich. Wieso ist das Leben so hart? Ah! Achso, das war auch sie. Oh, pardon, Madame. Ich verfolgte ein kriminelles Subjekt. Sie sind hoffentlich nicht verletzt. Nein, mir geht es gut. Wie ist es mit Ihnen? Wie könnte ich mich jemals bei einem Zusammenstoß mit einer so zart gebauten Dame verletzen? Verzeihen Sie, der Halunke wartet nicht. Ich muss flott weiterflitzen. Adieu, Madame. Halt inne, du Delinquent. Stopp! Puh, das war. Er war.
absolut hinreißend, diese straffen Muskeln, diese behaarte Brust. Und er schien um mich besorgt, ein Mann von Format, keine Frage. Gerade so, als hätte die Figur aus meinen Träumen endlich Gestalt angenommen. Ich Glückliche, mein Leben, wie ich es vorher kannte, hat mit dieser Begegnung ein Ende gefunden. Jetzt, da ich um die Existenz dieses Mannes weiß, ist es mein höchstes Ziel, sein Herz zu gewinnen. Was hält mich noch auf? Ich muss mich rasch auf unser nächstes Treffen fein machen. Warten Sie, es wird nicht lange dauern, mein Held. Mein Ritter in Goldschamier. Wo ist das weiße Ross? Ja, genau. Ja, okay. So verliebt man sich, ne? Ja, ob das noch was wird, ob ihre Träume wirklich noch wahr werden, ich glaub's ja nicht. Manipulierte Beweise. Die Umstände von Evan Barnes Tod sind überaus verdächtig. Ich kann nur vermuten, dass es einen Drahtzieher hinter den Kulissen gibt, der die gesamten Polizeiermittlungen manipuliert. Die einzigen, die dafür in Frage kämen, wären Jakes, bereits durch sein Verhalten ein überaus wahrscheinlicher Kandidat, und Clark. Wir müssen mehr herausfinden. Also das sind jetzt unsere Hauptverdächtigen. Und ja, ich hoffe nicht, dass es Clark ist, weil Clark ist eigentlich nett, den mag ich. Ich glaube, der ist nur, der verhält sich nur so komisch, weil er irgendwie erpresst wird oder so von irgendwem, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass er der Hauptbösewicht ist, sage ich mal. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Oh, Cutscene. Sie wünschen? Oh, wir sind eingekreist. Professor, lassen Sie mich mit den Herren reden. Hau ihnen eine rein, los. Und komm, Karate, genau. Sehr schön. Oh, nice. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Emmy, das war ja ganz unglaublich. Ja. Genau wie auf dem Markt. Danke. Kampfsport ist meine Spezialität. Wenn Sie eine Frau fürs Grobe brauchen, bin ich zur Stelle. Und wie Sie das sind. Wer sind die Kerle? Ob Jakes die auf uns angesetzt hat? Ich würde sagen, Jakes hatte einfach keine Lust, 24 Stunden zu warten. Und ob die auch Evan bat? Darüber können wir nur spekulieren. Hm. Okay, Evan spricht man den aus, das weiß ich jetzt auch mal. Ich nenne ihn trotzdem weiter Evan, einfach so, weil es kann. was? Ach, Grosky. Layton, Emmy, ich habe ja schon überall gesucht. Ich habe eine phänomenale Fährte gefunden, die uns ruckzuck zu diesem Finstermonster führen wird. Wirklich? Das klingt ja fabelhaft. Der Polizeipräsident dieser Stadt ist ein Meister seines Fachs. Er behauptet, ein Kerl mit Zylinder und ein unausstehliches Vibe hätten den Bürgermeistersohn entführt. Naja. Die Gangster führen sich als Schnüffler auf, geben aber in Wahrheit dem Phantom die Befehle. Und jetzt kommen sie beide. Also los, Layton, raus mit der Sprache. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ein herzliches Willkommen hat der Polizeichef uns da bereitet. Lassen Sie sich nicht in das Licht führen, Herr Inspektor. Jake steckt hinter der Sache, da sind wir uns absolut sicher. Was, Jakes? Dann treibt er wohl ein falsches Spiel mit mir, ja? Ich, Grosky von Scotland Yard, werde ihm seine... Fisimatenten. Was ist das denn? Fisimatenten. Habe ich noch nie gehört. Schon austreiben, und zwar sofort. Irgendwie die Hälfte der Wörter aus diesem Spiel habe ich noch nie gehört. Bin ich einfach nur so dumm? Oder... keine Ahnung. Bahn frei! Warten Sie, Herr Inspektor. Für jemanden mit so viel Masse beschleunigt er wirklich schnell. Ja, das stimmt. Allerdings, man müsste schon eine Zeitmaschine erfinden, um bei diesem Tempo mitzuhalten. Professor, wir müssen dem Inspektor von unseren neuesten Erkenntnissen berichten. Sollen wir ihm hinterherlaufen? Nein, halten wir lieber etwas Abstand von Jakes. Wir müssen weitere Hinweise aufspüren. Ich muss in jedem Fall gestehen, dass der Herr Polizeipräsident mir wachsendes Unbehagen bereitet. Ja, geht mir auch so. Okay, erstmal speichern. So, neues Kapitel, wahrscheinlich. Kapitel 8, Auge in Auge mit dem Phantom. Das Phantom kam ja jetzt längere Zeit nicht mehr ins Spiel. Ne? Jetzt ging es in letzter Zeit immer nur um Evan Bart und um den Polizeipräsidenten und um Triton und sonst, aber um das Phantom eigentlich immer nur so nebensächlich sogar. Aber jetzt kommt es anscheinend wieder ins Spiel. Wir müssen alles schnell über die Bühne bringen. Jakes wird uns sicher wieder auflauern lassen. Das stimmt, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Solange wir uns nicht in finstere Seitengassen wagen, sollten wir sicher sein. Luke, wer weiß sonst noch, dass du das Orakel bist? Nur Dowland. Er hat mir versprochen, mich nicht bei der Polizei zu verraten. Verstehe.
Nun, junges Orakel, kannst du vorhersagen, wo das Phantom als nächstes zuschlägt? Das ist ja auch noch so ein Mysterium. Warum weiß das Luke überhaupt? Ich meine, er weiß ja selber nicht, warum er es weiß. nein, noch nicht. Ah, nun, dafür habe ich eine Eingebung. Ich glaube, die nächste Attacke wird zwischen dem Hayat-Bogen und dem Wasserspeicher erfolgen. Oh, Layton weiß es jetzt, okay. Was? Können Sie jetzt etwa auch die Zukunft vorhersagen? Nicht ganz, Emmy. Ich habe dies lediglich aus Lukes Aufzeichnungen hergeleitet. Meine Aufzeichnungen? Jawohl, deine Notizen zu unserem Fall waren ausgesprochen hilfreich. Sie besagen, dass das Monstrum denselben Ort nie zweimal angreift. Es hat sich zwar mehrmals an derselben Stelle blicken lassen, seine Attacken streut es hingegen. Toll, das haben Sie durch meine Notizen herausgefunden. Präzise, bei näherer Betrachtung stellt sich ein Muster heraus, nachdem sich das Ungetüm bewegt. Oh, das ist fantastisch, Professor. Diese Erkenntnis könnte der Schritt sein, den wir Jakes voraus sind. Auf zum Hayat-Bogen. Wir folgen Ihnen, Herr Professor. Okay, das ist ja sehr interessant. Aber, ja, es gibt noch so viele Fragen. Wir reden mal kurz mit dem Typen hier. Nee, okay. Ich wollte nur wissen, ob er ein Rätsel hat, aber ich werde den jetzt nicht sprechen, weil der verrückt ist, das wissen wir ja. Es gibt einfach so viele Fragen noch und... es wird sich alles noch irgendwann früher oder später klären. Und ich bin schon echt gespannt auf diesen Moment, wie das alles erklärt werden will. Wer der Drahtzieher ist, was mit dem Phantom auf sich hat, was das hier alles soll. Ich bin so gespannt. Sie hatten recht, Herr Professor. Was meinst du damit, Luke? Das Phantom wird heute Nacht hier erscheinen. Tatsächlich, bitte fahre fort. Wie kommst du darauf? Es ist das Wasser. Ah, das Wasser? Was meinst du? Jetzt kann ich es Ihnen ja verraten, Herr Professor. Wie Sie inzwischen wissen, haben meine Vorhersagen nichts mit übernatürlichen Gaben zu tun. Meine Prophezeiungen, wann und wo das Phantom auftaucht, habe ich ganz einfach hergeleitet. Es war der Wasserstand der Kanäle. Erst ist es mir ganz zufällig aufgefallen. Oh, okay. Beim Spazieren durch die Stadt schaue ich manchmal zu, wie das Wasser durch die Kanäle fließt. Aber eines Tages stand das Wasser an einer bestimmten Stelle viel niedriger als sonst. Ich dachte mir nicht viel dabei, bis dann in jener Nacht das Phantom genau dort zuschlug. Es erschien an der Stelle, an der das Wasser tagsüber so niedrig gestanden hat. Anfangs dachte ich, es wäre ein Zufall, aber trotzdem beobachtete ich die jeweilige Wasserpegel. Nach einiger Zeit war mir klar, dass es eine Verbindung geben muss. Da, wo das Wasser abfiel, würde nachts das Ungeheuer erscheinen. Darauf bist du ganz alleine gekommen? Beeindruckend. Ich frage mich, ob das Untier für sein Erscheinen auf Wasser angewiesen ist. Ja, die Vermutung haben wir ja auch schon, weil immer wenn das Phantom aufgetaucht ist, war irgendwie in der Nähe auch alles nass. Und vielleicht hat es auch irgendwas mit dem Nebel dann zu tun. Keine Ahnung. Sekunde mal. Luke, wieso hast du uns das nicht früher erzählt? Das ist doch irre interessant. Ich war nicht sicher, ob ich Ihnen oder dem Professor vertrauen konnte. Also heißt das, dass du es jetzt zumindest tust, oder? Aber warte mal, du sagst, du hast die Wasserpegel beobachtet, aber wie denn genau? Ich meine, du hast bisher doch so selten dein Zimmer verlassen, oder? Ich hatte einen kleinen Helfer. Hier, das ist Toppi. Toppi, sag hallo. Ah! Toppi. Wieso trägst du eine Maus in deiner Hosentasche spazieren? Nun, das ist mein kleiner Freund. Ich verstehe zwar nicht alles, was er sagt, aber immerhin genug. Wahnsinn. Also, kannst du mit Mäusen sprechen? Das ist ja verrückter als die ganze Phantomgeschichte, wenn er mich fragt. Ja, schon irgendwie. Tja, selbst ich kann mir keinen Reim darauf machen. Uns sind schon kuriosere Dinge begegnet, seitdem wir hier angekommen sind, Emmy. Also wird das Phantom heute Nacht hier auftauchen, Luke? Richtig, wenn meine Theorie stimmt. Professor, was wollen wir tun? Lassen Sie uns ergründen, ob Lukes Annahmen wasserdicht sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, sehr schön. Also, sollen wir Dolan Bescheid geben, damit er die Polizei benachrichtigt? Nein, noch nicht. Evakuieren wir die Anwohner dieses Mal im Alleingang. Hä? Wieso das, Herr Professor? Wir werden das Phantom in einen Hinterhalt locken. Oh. Wirklich? Aber wie stellen wir das an? Ja, was haben Sie vor? Wir treten zum entscheidenden Gefecht mit dem Ungetüm an. Oh. Oh je, aber wie sollen wir das tun? Zunächst evakuieren wir die Anwohner. Danach statten wir dem Rabenmarkt einen Besuch ab. Dem Rabenmarkt? Oh. Hä, was?
Achso, das Rätsel um Luke wurde jetzt gelöst, genau. Luke bediente sich der Hilfe eines Mäuschens namens Toppy, um die bevorstehenden Attacken exakt vorherzusagen. Luke verständigte sich mit Toppy, ja. Aber Toppy ist doch die Maus, die wir immer angeklickt haben und wo wir die Mäusemarken erhalten haben. Was hat's denn jetzt mit denen auf sich? Wird sich das jetzt dann gleich klären? Ich hoffe. Oh. Das kennen wir. Es gibt Schwierigkeiten. Ein gewisser Herschel Layton, habe ich recht? Ich sollte Vorbereitungen für den Fall treffen, dass er uns auf die Spur kommt. Und das wird er. Wie denn? Sie kennen den Typen? Aha. Allerdings. Das Schicksal treibt bisweilen die kuriosesten Spiele. Wow. Okay. Gut, also Jakes ist nicht der Hauptböse, sondern nur der Assistent von dem Hauptbösen. Anscheinend. Okay. Professor, doch wie sollen wir ohne polizeiliche Hilfe die Bewohner evakuieren? Luke, ist dir jemand bekannt, der eine solche Operation durchzuführen vermag? Herr Grahams wäre dafür genau der Richtige. Er liebt es, Leute herumzukommandieren. Zumindest ist er respekteinflößend genug. Wenn Herr Grahams die Leute wegschickt, werden sie sicher auf ihn hören. Bestimmt sitzt er noch nörgelnd in Paddys Restaurant. Hervorragend. Möglicherweise überzeugen wir ihn, seine Energie auf die Evakuierung umzulenken. Auf zu Paddys Restaurant. Welche köstliche Spezialität würde er uns wohl heute empfehlen? Ja, Emmy denkt immer nur ans Fressen. Neue Episode, Toppys Geheimnis. Okay. Ja, anschauen. Weil vielleicht klärt sich dann letztendlich das mit den. Jetzt haben wir drei übersprungen. The fuck? Vielleicht klärt sich jetzt endlich das mit den Mäusemarken. Mal gucken. Okay. Piep, quietsch, quietsch. Keine Ahnung, wie ich an dem aussprechen soll. Hey, da war doch was. Oh, anscheinend wird die Brücke auch von den kleinsten Bewohnern Miss Tellowys in Anspruch genommen. Okay. Piep. Piep. Okay. Piep. Ja. Piep. Piep, piep, piep. Was hast du, Toppy? Gibt es etwas Neuigkeiten? Du bist aber sicher, dass das Phantom heute Nacht erscheint, oder? Miep! Und als nächstes soll North Ellie angegriffen werden? Oder hat sich daran etwas geändert? Fiep! Fiep! Verstanden! Ja, ich hab's auch voll verstanden. Ich kann auch Mäusisch oder so. Great Ellie Street! Dolan weiß Bescheid. Danke, Toppy! Fiep, fiep! Was? Du hast zwei Leute zum. Was zum Teufel? Zu meinem Haus gehen sehen? Huch, weißt du denn, wer sie waren? Warum kann der mit Mäusen sprechen? Da fuck! Wir haben eigentlich das Mysterium um Luke jetzt geklärt. Und trotzdem, dass er mit Tieren reden kann, das nehmen wir einfach so hin, ne? Ja. Fiep, miep! Ein Mann mit Zylinder und eine Frau in einer gelben Jacke? Ob das wohl er ist? Ja, er ist es. Oh, da kommt jemand! Schnell, Toppy, versteck dich! Fiep! Luke, ich bin Herschel Layton, ein Freund deines Vaters. Dürfte ich vielleicht kurz mit dir reden? Ist er es wirklich? Na gut, aber nur wenn sie zuerst mein Türrätsel lösen. Dein verflödetes Türrätsel, wo ich gefühlte 5 Stunden dran gehangen bin. Okay. Jo, dann gehen wir mal zu Grahams und hoffen, dass er uns helfen wird. Ja, also es wird von Mal zu Mal interessanter. Ich glaube, wir nähern uns auch langsam, aber sicher dem. Ja, ich will nicht sagen dem Ende, das ist jetzt übertrieben, aber. Also ich glaube, wir haben schon. Also ich weiß nicht, wie viele Kapitel es geben wird, aber ich glaube, wir haben schon mehr als die Hälfte der Kapitel, sage ich jetzt mal. Okay, der hat nichts zu sagen, dann lasse ich den. Ja. Ja, wir müssen dringend weiter, genau. So, rein da. Und wir können mal kurz mit dem Typen reden, aber der hat auch nichts Besonderes zu sagen. Willkommen, bla bla, bla bla, bla bla. Okay, so, hallo, Rätsel! Herr Grahams, wenn Sie gestatten, würde ich sehr gerne etwas mit Ihnen besprechen. Sie schon wieder, Sie kommen doch sicher in Tritons Auftrag. Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe zu tun. Scheren Sie sich fort. Bitte beruhigen Sie sich doch, mein Herr. Laut Lukes Voraussagen wird das Phantom heute Nacht wieder erscheinen. Voraussagen? Nun, ich hatte ja gehört, dass es ein Orakel gibt, aber Luke, dieses Kind hier? Und Moment, das Phantom? Machen Sie keine Scherze, Mann. Sind Sie sich völlig sicher? Absolut. Heute Nacht soll es zuschlagen, in der Nähe des Hayat-Bogens. Aber diesmal darf die Polizei davon nichts erfahren. Wir müssen die Evakuierung selbst vornehmen.
Sie genießen höchstes Ansehen in dieser Stadt. Würden Sie uns helfen, die Menschen zu retten? Ihnen soll ich helfen? Wie käme ich dazu, Ihnen zu vertrauen? Und wer sagt mir, dass dieses Kind nicht bloß fantasiert oder uns gar belügt? Halten Sie mich nicht zum Narren, Freundchen, sonst werden Sie es bereuen. Andererseits, das Leben der Einwohner steht auf dem Spiel. Ah, nun gut, ich will meinen Stolz für dieses Mal zurückstellen. Ich werde Ihnen helfen, aber erst... Ich dachte, jetzt kommt aber erst, wenn Sie ein Rätsel lösen. Ein vernünftiges Angebot. Wie wollen wir es angehen? Ein paar Freunde von mir können sich um die Evakuierung kümmern. Ach, jetzt kommt das... Was hat das jetzt damit zu tun? Neun Lautsprecher, keine Ahnung. Wir tun die jetzt in einem Rätsel evakuieren. Ja, lol. Um die Bewohner über die Evakuierung zu informieren... Das ist ein Schwachsinn. Wurden 9 Dorfbewohner als Lautsprecher rekrutiert. Ah ja. Ihre Stimmgewalt ist jedoch verschieden. Gott. 2 Schreihälse, die in jede Richtung 3 Felder weit zu hören sind. 3 erprobte Sängerinnen, deren Stimmen immerhin 2 reichen. Und 4 Mucksmäuschen, die nur ein Feld reichen. Wo müssen die 9 positioniert werden, damit jeder gewarnt wird? Okay. Das ist interessant. Ach du Scheiße. Ja, lol, was ist das denn? Ah, okay, es wird mir auch angezeigt. Ja, ja, so halb wird es mir angezeigt. Ach so, ich muss gar nicht die Häuser treffen. Ach so, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ich dachte, ich muss alle Häuser irgendwie erwischen, aber das stimmt gar nicht. Ich muss einfach nur... Oder was heißt einfach nur? Ich muss alle Felder ausfüllen. Okay. Also der ist nur 1 weit. Gott, ja, das wird auch wieder ein richtig schön viel ausprobieren Gedöns. Ja. Warum? Die reicht immer nur. Ja, okay. Die Stimme geht nicht um die Ecken. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Boah, keine Ahnung, du. Ey, das ist ja richtig hart. Ja, okay, machen wir nochmal neu. Also ich muss natürlich versuchen, die Stimmgewaltigen so aufzuteilen, dass die möglichst auf Geraden sind, sage ich jetzt mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, einer muss hier hin, weil das ziemlich abgeschnitten ist von allem anderen. Und den lassen wir mal da. So, einer von denen, bin ich mir auch fast sicher, muss hier in so einen Mittelpunkt rein. Eigentlich in den hier, weil hier trifft der schon fast alles so ziemlich. Wenn ich jetzt noch so eine hier hinstelle zum Beispiel. Den anderen vielleicht hier hin. Jetzt habe ich schon relativ viel ausgefüllt. Dann kann ich noch eine hier hinpacken. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus bis jetzt. So, wo macht jetzt die am meisten Sinn? Hier vielleicht? Jo. Okay, wir haben's. Ja, auch wieder einfach ein bisschen rumprobieren und dann kriegt man das schon raus. Löst jedes Rätsel. Gut gemacht, so kann sich jeder rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, die Dorfschreier zu verteilen und die Nachbarschaft vorzuwarnen. Findest du noch eine andere? Ja, ich habe eine andere gefunden, als die vorgeschlagen wurde. Aber es gibt ja eben mehrere. Okay. Gut. Oh Gott, neues Aquarium. Damit kann die Evakuierung beginnen. Ich kümmere mich um die Einwohner. Hier wird niemand zu Schaden kommen. Haben Sie Dank, Herr Grains. Wir werden uns weiter unseren Ermittlungen zuwenden. Okay, verlasse das Restaurant. Das machen wir... Ja, komm, machen wir es jetzt noch. Mir fällt übrigens gerade auf dem Topscreen, also für euch ganz links unten, sind jetzt Layton, Emmy, Luke und auch, wie hieß er, Toppy abgebildet? Also auch die Maus. Die gehört jetzt auch offiziell zum Ermittlerteam. Sehr witzig. Okay. Professor, wie stellen Sie sich die Konfrontation mit dem Phantom vor? Es ist an der Zeit, die wahre Natur des Ungetüms zu ergründen. Die wahre Natur des Ungetüms? Und hierfür brauchen wir eine ausgeklügelte Falle. Eine Falle, die die ganze Stadt umfasst. Puh, wie sollen wir das denn bitte anstellen? Allein ist das definitiv nicht zu schaffen. Wir benötigen Hilfe. Aber wenn wir die Polizei nicht darum bitten können... dann sollten wir uns an die Rabenbande wenden. Ah, gute Idee, Professor. Begeben wir uns zum Rabenmarkt, um mit Crow zu sprechen. Zum Rabenmarkt, also okay. Gut, dann würde ich sagen, war es jetzt aber erstmal für diesen Part von Let's Play Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr
gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird und wir vielleicht schon dem Phantom Auge in Auge gegenüberstehen werden. Mal gucken. Aber vorher gibt es noch mal kurz Notizen. Oh Gott, 5 neue, was? ja, nee. Oder? Nee. Ja, nee. Doch, komm, lesen wir noch schnell, was soll's. Angeheuerte Schläger. Auf dem Weg zurück in die Stadt fiel ein Trupp Straßenschläger über uns her. Wir verdanken es Emmys bewundernswerten Talenten, dass wir alle unversehrt sind. Sie ist wirklich eine kolossale Kampfkünstlerin, weit jenseits des, Niveaus einer Amateurin. Wer ist sie wirklich? Erneut nach Hyatt Hill. Als Inspektor Groski nach einem Gespräch mit uns gewahr wurde, dass Jakes nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Informant ist, machte er sich eilig wieder von dann. Beim Studium von Lukes Notizen kristallisierte sich ein Muster hinter den Angriffen heraus. Sicher wird der nächste Angriff zwischen Hyatt-Bogen und Staubecken erfolgen. Dann los. Der gefallene Wasserpegel. Bei unserer Ankunft am Bogen fiel uns rasch der niedrige Wasserstand im Kanal auf. Dieses Phänomen war auch die Grundlage für Lukes Voraussagen. Er hatte schlicht eine Korrelation, zwischen dem Wasserpegel und den Attacken festgestellt. Dank dieser nachgewiesenen Regelmäßigkeit können wir mit Sicherheit den nächsten Angriff an jedem Ort erwarten. Okay, Korrelation kenne ich sogar, das Wort, aber das benutze ich auch nie. Also, habe ich noch nie benutzt, glaube ich, aber ich kenne es zumindest. Grahams muss helfen. Um das wahre Gesicht des Phantoms zu enthüllen, bedarf es einer kleinen List. Gewöhnlich ist es Aufgabe der Polizei, Menschen zu evakuieren, doch diesmal brauchen wir die Hilfe der ganzen Stadt. Bevor wir unseren Hinterhalt legen, müssen wir mit Grahams, einem einflussreichen Mitglied der Gemeinschaft, sprechen und ihn auf unsere Seite bringen. Und noch die Hilfe der Raben. Da unsere Falle die gesamte Stadt einbeziehen soll, brauchen wir zahlreiche Helfer. Auf die Gesetzeshüter ist kein Verlass, also will ich die schwarzen Raben um Hilfe bitten. Ihr Anführer Crow soll uns bei unserem Hinterhalt helfen. Wir müssen zum Rabenmarkt eilen und Crow aufspüren. Okay, und das alles sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, ciao!